Servus Leute, ich bin's Aaron und in diesem Video geht es um ein Phänomen, das die meisten kennen dürften, die sich mit Politik beschäftigen oder mit Linken zu tun haben. Ich nenne dieses Phänomen das Rechts-Links-Paradoxon. Das Rechts-Links-Paradoxon ist das größte Problem der Linken, eine Zwickmühle, aus der sie nicht mehr rauskommen und sie zum einen immer unglaubwürdiger macht und zum anderen Ende auch zu ihrem Verschwinden führen wird. Wie bei den Rechten gibt es natürlich auch bei den Linken unterschiedlichste Strömungen, die zwar untereinander nicht viel gemeinsam haben und nichts miteinander anfangen können, aber alle von ihnen haben einen gemeinsamen Gegner, die Rechten. Für die Linken ist mittlerweile jeder Rechts- oder Nazi, der die Masseneinwanderung wie im Zuge der Asylkrise kritisch betrachtet oder einfach seine Heimat liebt und seine Kultur bewahren will, unabhängig davon, ob es sich diese Person selbst als Recht sieht oder auch nur im Entferntesten was mit der NS-Ideologie zu tun hat. Da gehen dann bei Demos gegen die AfD Arbeitslose am Hauptbahnhof rumhängende Punker gemeinsam mit linksintellektuellen Studenten auf die Straße, obwohl diese beiden Personengruppen ansonsten nichts miteinander anfangen können. Bevor ich das Rechts-Links-Paradoxon erläutere, muss man noch kurz die Entstehung der heutigen Linken betrachten. Diese Ideologie war ja nicht erst seit gestern da. Man könnte sagen, es ging Ende der 60er los mit den Alt-68ern und ihrem Marsch durch die Institutionen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Europa noch keine Masseneinwanderung, und die heute durch Multikulti immer stärker werdenden Probleme waren noch nicht abzusehen. Damals ging es eher um Rebellion gegen die Eltern, Frauenrechte, freie Liebe und so weiter, was schon mal den Grundstein für die heutigen Linken gelegt hat. Vermutlich wäre ich damals ebenfalls links gewesen, da die Ziele der Linken damals durchaus noch Sinn gemacht haben. Zum Beispiel sind damals die Frauenbewegungen entstanden, die für Gleichberechtigung gekämpft haben. Da die Bevölkerung damals tatsächlich noch absolut konservativ war, hat das damals halt alles noch Sinn gemacht. Hat aber nichts mehr mit dem zu tun, was irgendwelche Feministinnen heute fordern oder wollen. Meine Mutter ist heute 62 und hat das damals als Jugendliche miterlebt. Damals zur Zeit der Beatles war es die größte Provokation für die ältere Generation, dass Jungs lange Haare hatten und Mädchen Miniröcke getragen haben. Dinge, die heute keinen mehr interessieren. Die Gesellschaft hat sich also massiv verändert, die Linken entwickeln sich aber nicht weiter, beziehungsweise können es auch nicht. Oder der Kampf gegen rechts. Richtig los ging das meiner Meinung nach Ende der 80er und 90er rum, nach dem Mauerfall. Eine Zeit, in der Deutschland immer multikultureller wurde und dadurch bereits einige Probleme ersichtlich wurden. Ausländer waren zu der Zeit trotzdem noch großflächig in der Minderheit und es gab durchaus organisierte Skinhead-Gruppen, die offen mit der nationalsozialistischen Ideologie gespielt haben. Auch Parteien wie die NPD waren damals noch viel stärker. Ich bin komplett unpolitisch aufgewachsen und hatte als Kind weder Kontakt mit Rechten noch mit Linken und eigentlich auch keinen direkten Kontakt mit Ausländern. Aber auch hier wäre ich wahrscheinlich eher links gewesen, da zu dieser Zeit der sogenannte Kampf gegen Rechts noch Sinn gemacht hätte, da eben aktuelle Probleme durch die Zuwanderung noch nicht in diesem Maße vorhanden waren und es noch gegen richtige Nazis ging. Und jetzt kommt das Rechts-Links-Paradoxon. Durch die Unterwanderung der Gesellschaft hat sich die linke Ideologie immer mehr etabliert und radikalisiert. Was vor 10 Jahren noch politische Mitte war, ist mittlerweile rechts, waren damals noch Nazis, sind heutzutage normale Bürger, die sich Sorgen um ihr Land machen, Nazis. Wie im Dritten Reich. Wer Jude ist, entscheide ich. Heute, wer Nazi ist, entscheide ich. Ging es bei den Linken damals um die Rechte von Frauen und Minderheiten wie Ausländern und war das damals noch legitim, hat sich die Gesellschaft eben gerade durch diese linke Politik extremst verändert. Gerade eben durch Multikulti bzw. Masseneinwanderung ergeben sich jetzt eben ganz andere Probleme. Dieses weiße Patriarchat, also den angeblich privilegierten weißen Mann, der die Macht hat, gibt es schon lange nicht mehr. Das war vielleicht noch vor 20 bis 30 Jahren der Fall oder eben die ganzen Neonazis. Mittlerweile sieht man teilweise keine Deutschen mehr, geschweige denn Nazis, die eine ernsthafte Gefahr darstellen würden. Dafür haben wir unzählige Einwanderer, die großteils hochnationalistisch, konservativ und patriarchalisch sind. Zu dem Thema ist ebenfalls ein Video geplant, also bleibt dran. Jetzt tritt auf jeden Fall das Rechts-Links-Paradoxon ein. Die linke Ideologie beißt sich hier in den eigenen Schwanz. Würden sie bestimmte Gruppen von Ausländern kritisieren, wären sie ja rechts und selbst Nazis. Würden sie zum Beispiel verlangen, Asylanten, die Frauen vergewaltigen, abzuschieben, wären sie Rechtspopulisten. Einerseits kämpfen die Linken für die Rechte von Homosexuellen, die Ehe für alle und so weiter, lassen aber unzählige Menschen ins Land, in deren Herkunftsländern Schwule erhängt werden. Sie kämpfen für die Rechte von Frauen, lassen aber Menschen ins Land, in deren Kultur Frauen keinerlei Rechte haben. Zum Beispiel dürfen in Saudi-Arabien Frauen kein Auto fahren. Sie kämpfen gegen Nationalismus und Rassismus, lassen aber unzählige Menschen ins Land, die hochgradig nationalistisch und rassistisch denken.
Diese Menschen können aber eben aufgrund ihrer eigenen Ideologie nicht kritisiert werden, sonst wären sie ja selbst Nazis. Somit werden immer mehr Leute, die links sind, aufwachen und sich von dieser Ideologie lösen, und auch wenn nicht, werden die Linken verschwinden, da sie sich durch den Import von Nationalisten und Konservativen aus aller Welt ansonsten selbst abschaffen. Dieses Rechts-Links-Paradoxon ist auch der Grund, warum es keine vernünftige Diskussion mit Linken gibt, wenn es überhaupt zu einer kommt. Denn sonst müssten die Linken durch die Faktenlage erkennen, dass sie im Unrecht sind. Also sagt man als super toleranter, weltoffener Linker einfach, mit Nazis diskutiere ich nicht und man kann weiter in seiner Blase leben. Naja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das Video darf auch gerne geteilt werden. In dem Sinne, haut's rein, Leute!